Wir lieben das Leben. Aber kann man Eltern und Geschwister, kann man die Heimat, den Frieden und das Leben lieben, ohne zu hassen? Ohne die zu hassen, die alles bedrohen, was wir lieben? Kann man das Gute lieben, ohne das Böse zu hassen? Politik verdirbt den Charakter, heißt es. Aber das ist falsch. Schlechte Politik ist schlecht und gute Politik ist gut. Politik ist eine Machtfrage. Ist die Macht in schlechten Händen, kann es nur eine schlechte Politik sein. Gegen das Volk mit Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. Ist die Macht in guten Händen, ist es eine gute Politik. Für das Volk, für jeden Menschen, für sein Glück und für seinen Frieden. So einfach ist das mit der Politik. Man erzählt immer, am 13. August hätten wir eine Mauer gebaut. Das ist ja gar nicht so. Sondern in Morgenstunden des 13. August befand sich vor dem Brandenburger Tor eine Mauer, ein Wall von Menschen. Das waren Arbeiter. Das waren nämlich die Kampfgruppen, die Arm in Arm dort im Halbkreis vor dem Brandenburger Tor standen, bis unsere Grenze auch materiell, möchte ich sagen, unter die richtige und notwendige Kontrolle genommen worden ist. Nicht nur Genossen. Und vielleicht denkt der eine oder andere unserer Zuschauer in West-Berlin, ist dieser 13. August eigentlich ein Grund zum Feiern? Ja, ich glaube schon, das ist ein Grund zum Feiern. Ist ein Grund zum Feiern. Alle fünf. Also, gehen wir hier rechts rum. Professor? Genosse Riegel? Naja, ganz kurz, nicht wahr? Erstens haben wir die Deutsche Demokratische Republik geschützt. Das heißt also, eine Maßnahme, die für einen begrenzten Kreis von Menschen in Berlin persönlich sehr schmerzliche Begleiterscheinungen hat, eine solche Maßnahme erweist sich als im wahrsten Sinne des Wortes menschlich, als außerordentlich nützlich.